Die Wilde Flora ist ein Projekt zur Förderung der regionalen Vielfalt. Wir versuchen, diesem Phänomen Zero Waste auch auf die Spur zu kommen. Also wir sagen zum Beispiel jetzt noch gar nicht mehr Zero Waste, sondern We Try Minimal Waste. Wenn wir Mehl kaufen oder wenn wir Getreide kaufen, wenn wir Zucker kaufen oder Öl, das ist irgendwo, ist es eingepackt. Und stelle auch hier im Café die Frage, oh, lassen wir es einfach weg? Kaufen wir einfach kein Olivenöl mehr? Entschieden zu sein und entschlossen zu sein und zu sagen, nee, Schluss, wir kaufen das einfach nicht mehr. Und wir kaufen auch keine Notmilch mehr im Tetrapack. Wenn die frische Milch alle ist, dann ist die frische Milch alle. Und das finde ich auch so spannend, einfach so dieses Ding aufessen. Wir essen auf. Dann muss man auch nichts wegschmeißen. Also ich bin die Einzige, die keinen anderen Job hat, und die Wilde Flora muss definitiv auch meine Krankenversicherung erwirtschaften. Wir hoffen natürlich, dass es weitergehen kann. Also der Garten schafft es, einen Teil für uns als Ernte zur Verfügung zu stellen, aber eigentlich ist der Garten eher ein Bildungsprojekt, und über den Garten kann Wissen vermittelt werden. Was kann man alles essen, was kann man hier anbauen und welche Wildkräuter kann man essen? Und Leute, die hierher kommen, die sehen einfach ihre verhassten Kräuter aus dem Garten, die sie bekämpfen, hier in einem essbaren Museum. Wenn ich das Projekt als wirklich großes Projekt sehe, dann sehe ich tatsächlich noch eine Gärtnerei, die direkt angegliedert ist an die Wilde Flora. Dann ist das einfach ein direkter Weg, und dann ist damit das größte Maß an Müllvermeidung möglich. Ja, wir machen die Welt, wie sie uns gefällt.